Fair Play. Ah, das ist ein schönes Schiff. Ja, das rauscht auch ganz gut durch, ne? Mal sehen, ob der auch. Das ist, glaube ich, auch kleiner, ne? Ja, Moment. Was steht da hinten drauf? Ja, das ist nur 100. Der hat nur die Länge von. Guck mal, das ist. Um nur 9,50 Meter breit. Ach, das lächerlich, ist, dieses Schiffchen. Ach, also. Nur 110 Meter lang, immer noch länger als ein. Aber was ich da drauf vermisse, sind die Solarplatten und den Elektroantrieb. Ich höre da wieder einen Motor brummen, ne? Weil die Fläche, ne? 110 Meter lang, breit 10 Meter. Das sind, und er kann nicht auch Schub fahren. Ja. Ja. Fair Play nennt sich das. Scheiß Schiff, ey, komm, Kacke, voll Kacke, ey. Hey, ich will das ins Internet setzen. Ja, bemäßig dich mal ein bisschen im Ton. Oder er muss vorfahren. Ey, das muss viel schneller gehen, das ist eine lahmarschige Gurke, ey, fuck. So geht das ja nie voran. Das Trinkwasser ist auch noch nicht privatisiert. Kein Wunder, dass Deutschland untergeht. Ja. So können wir nur pleite und dann untergehen. Ah, jetzt gucken wir mal, der kommt durch in der Höhe, ne? Mit links. Der, mit links? Der kommt auch durch, sag ich. Der hat den Schlüssel vergessen oder so. Klar, ja? Hm? Außerdem kann er doch nicht Schubverband vorne. Reicht nicht, oder? Doch, guck mal, der ist so ganz platt, die Spitze. Ja, und da hat er auch die ganzen Poller da vorne zum Vertreuen. Ja, dann hast du recht. Hm? Du doch Schubverband, kauft dich das Ding. Ja. Und die Möwe da hinten ist auch schön, wie die da jetzt hier. Ach, das machst du auch noch Romantik. Bist du verliebt oder was? Ja. Planet Love First. Das ist unser Hashtag, ne? Ja. Planet Love First. Du, er hat immer noch getönte Scheiben. Sag mal, wie peinlich ist das denn? Wahrscheinlich. Ist das nicht peinlich, dass er als Schifferkapitän tötet? Will er nicht zeigen, dass der Lehrbub am Steuer sitzt oder was? Komm, wir gehen vor, dann nachdem wir die Leute nicht bekommen. Meinst du, verklagen mich jetzt recht am eigenen Bild oder was? Zu gewunken haben sie nicht so gerne. Bei den anderen sieht man das ja nicht. Nur auf Sendung. Der hat extra Folie reingeklebt. Das war mal Klarglas. Nee, siehst auch, dass er die Brücke lässig schafft. Fliedrecht. Meinst du, der schafft ihn? Ach, mit links. Ah, hier eine schöne Uferbesteinung. Ah, da wächst ja auch Zeug. Da hinten ein Götterbaum. Wenn du jetzt zu viele Schwenks machst, dann wird er ganz schwindelig, wenn man sich das auf. Das macht doch nichts. Die Leute sind das gewohnt von mir. Jetzt will ich mal gucken, wie. Das macht er mit links. Meinst bitte du? Dich, klar. Nein, nicht, dass dem das Führerhäuschen da abgeschert. Der hat was vergessen. Abgeschert, ja? Oder der hat nicht bezahlt oder sowas. Ach so, da haben sie ihn zurückgepfiffen. Was weiß ich, keine Ahnung. Es ist Platz für Spekulation und Spekulieren ist so geil, das macht Spaß. So. Jetzt kann man sich alles ausdenken und nichts davon muss stimmen. Ist das nicht herrlich? 3 Minuten 28 ist genügt. Noch ein Schlusswort für heute? Erst gehen wir pleite und dann gehen wir alle runter. Ja gut, Hashtag deaktiv. Ach, guck hier, die drehen sich wieder. Ja? Ah ja. Sehr gut. Ah ja. Das haben sie inzwischen auch auf Ozeandampfern drauf, solche Drehs.